Willkommen zurück bei Oriental Night, meine Damen und Herren. Das ist der Titel, ja, die deutsche Meisterschaft im Muay Thai und den möchte Hakan haben. Und Florian ist auch noch da. Schönen guten Tag, schön, dass ihr da seid. Hi. Ja. Hakan, bei dir kann man aber schon sagen, du bist aber schon aktueller Meister. Dreifacher deutscher Meister, habe ich mir sagen lassen, in K1. Genau. So, und jetzt willst du es nochmal krönen. Jetzt will ich nochmal krönen im Muay Thai. Erzähl mal, was heißt dreifacher deutscher Meister? Hast du drei Titel? Drei verschiedene Titel sind das. Drei verschiedene Verbände dann, oder wie? Einmal IPDA und das andere ist WFCA. Und der dritte ist... Oh, der fällt mir jetzt nicht ein. Oh, ich habe drei Titel, aber egal. Ich habe halt drei Titel. So, jetzt kämpfst du aber Muay Thai. Jetzt kämpfe ich Muay Thai, ja. Aber du bist, man muss sagen, verglichen zum Beispiel mit Merian, bist du Profikämpfer. Genau. Das heißt, du kämpfst dann? 5x3. Also Profi-Muay Thai, 5x3 Minuten, nächsten Samstag. Genau. Gegen? Femi Dazi. Kommt er auch aus Deutschland? Der kommt auch aus Deutschland, aus Berlin kommt er. Ah, okay. Jetzt kannst du vielleicht unseren Zuschauern mal erklären, wie bereitet man sich denn auf sowas vor? Ja, also zurzeit trainieren wir sehr viel mit Ellbogen und Knie, weil das ist ja Muay Thai-Kampf. Und da ist ja viel mit Ellbogen und Clinch-Knives dabei und trainieren 6-mal die Woche. Und Samstag gehe ich meistens joggen und in der Woche trainiere ich mit meinem Trainer zusammen viel mit Ellbogen, Ausdauertraining und so alles. Muss man sich da extrem umstellen, wenn man, sagen wir mal, viel K1 kämpft, ja, und dann auf einmal muss man, keine Ahnung, eine Woche später oder einen Monat später Muay Thai kämpfen? Nee, man muss sich nicht viel umstellen, aber man macht dann mehr so mit Ellbogen und so alles, mit Ellbogen und Knie, damit man das ja wieder so gut wie früher drauf hat. Das heißt, wenn du dann K1 hast, dann muss man das auch irgendwie abstellen können, ne? Ja, das muss man wieder abstellen können, ja. Blöde Frage, aber passiert das mal, dass man aus Versehen mal einen Ellbogen nimmt, wenn man K1 hat gerade? Also, ist schon mal zweimal bei uns vorgekommen, bei unserem Trainingspartner hat im Ring gekämpft. Und dann kam auch plötzlich von einem gedrehten Ellbogen, aber hat nicht so gut durchgezogen. Okay, aber weil man es vielleicht in dem Moment richtig genau, vergessen hat, es, ne? Ja, weil es viel Muay Thai-Kämpfe gehabt hatte und... hat er auf einmal plötzlich K1-Kampf gehabt und dann kam plötzlich ein Ellbogen raus. Okay. Florian, du hast Prestigekampf in diesem Fall. Prestigekampf, ja. Und was kämpfst du jetzt? Also ich kämpfe K1 in der B-Klasse, also 3x3 Minuten, also nicht A-Klasse. Und da kämpfe ich gegen David Wachs aus Rostock. Okay. Bei dir würde ich sagen, du bist aber ein junger Spund, oder Florian? Ja, ich bin noch 18 Jahre alt. Also sag ich ja. Wie lange machst du das schon eigentlich? Also angefangen habe ich mit einem... Kickboxen, also mit ganz früher mit dem Leichtkontakt-Kickboxen. Bin dann zum Vollkontakt gegangen und jetzt mache ich dann K1, eine Steigerung sozusagen. Ich kann mir ja vorstellen, dass das ja auch einen Menschen sehr belastet, ja, Training, Kämpfe, vor allem, es ist ja der ganze Körper, da muss ja dauernd fit gehalten werden. Ist das bei euch beiden so, dass man, keine Ahnung, sich beim Essen immer zurücknehmen muss, dass man nicht alles trinken darf, oder gibt es auch Phasen, wo man sagt, jetzt ist mir egal, jetzt haue ich eine Schokolade weg? Wenn man in Gewichtsklasse, man muss halt immer in der Gewichtsklasse kämpfen und da muss man halt ein gewisses Gewicht auf die Waage bringen, muss man natürlich schon im Voraus immer auf seine Ernährung achten, aber auch so zum Training. Eine ausgewogene Ernährung ist sicherlich vorteilhaft zum Training. Und aber nach dem Kampf ist bei mir zumindest so, dass ich dann eine Woche zum Beispiel dann auch ein bisschen anders lebe. Anders also heißt, voll auf die Kacke hauen, oder? Nein, nicht voll, aber schon ein bisschen. Man braucht natürlich auch Abwechslung und auch wieder so ein bisschen... Ja, Abwechslung würde ich so nennen. Und bei Hakan, der verkneift sich dann immer den Döner. Nein, aber ich hatte es schon mal gehabt, so der, vorm Kampf, so ein, zwei Wochen vorm Kampf musste ich so 1-2 Kilo runtergehen, da musste ich mich richtig quälen. Ich dürfte zum Beispiel kein Cola essen, dürfte nicht essen, was Cola ich essen darf man nicht. Trinken meine ich. Ich dürfte keinen Cola trinken, keinen O-Saft und so alles und dürfte auch nicht essen, was ich wollte. Musste immer so... Nichts essen, nichts trinken, kann mir gleich erschießen, ey. Ja, mit für mich wäre das nichts. Genau das ist das Problem, warum es halt bei mir scheitern würde, glaube ich. Ich könnte das nicht. Kein Brot, Nudeln und so, Reis. Auch nicht? Nee, nichts. Also wirklich original Low Carb, ne? Keine Kohlenhydrate. Also Atkins sei Dank. Also das heißt nur Wasser. Ich kann nicht mal sagen Wasser und Brot. Fällt ja auch schon wieder weg, Wasser und Brot. Ja, auf jeden Fall nicht so viel Kohlenhydrate sollten wir dann nicht essen. Wie macht man das dann zu Hause? Hey, komm, Hakan, türkische Küche, weißt du? Ah ja, Baba, Hamur, Chiköfte, Falan, Et, Shish. Ja, geht ja nicht. Ja, meine Mutter kocht ja auch sehr viel und deswegen halte mich auch bei sowas immer meistens zurück, gehe ich gar nicht in die Küche. Esse nur meistens Salat und so und
helle Fleisch meistens. Aber ich glaube, zu Hause ist es sau schwer, oder? Die Mutter sagt immer, oh, nimm mich Chemios, ja, Chumrol müssen, sagt er. Du bist ja so dünn geworden, ne? So spindeldürr. Genau sowas hat sie schon gesagt. Ne? Sagt sie, wer was mit dir los, isst nichts mehr, bist ja voll dünn geworden. Welche Gewichtsklassen habt ihr, wenn ich mal kurz mal fragen darf? Ich habe 83 Kilo. Das ist dann, was ist das? Mittelgewicht. Mittelgewicht. Ja. Was bist du? 79 Kilo. Das ist dann Leichtschwergewicht, oder was? Nö. Ich habe rumgesponnen, ich habe keine Ahnung. Also, ich glaube, super Mittelgewicht ist super Mittelgewicht. Bin mir aber nicht 100% sicher. Und ich wäre, oh mein Gott. Der nächste Clip des Abends, was ich, wollt ihr gar nicht wissen. Verdammt, ich bin schwer. Ich merke gerade so nebenbei. Meine Damen und Herren, diese Karten können Sie gewinnen. Das sind 5x2 Freikarten für unser Turnier am kommenden Samstag in der Wandsbeker Sporthalle. Los geht es um 19 Uhr, Einlass ist schon um 17 Uhr und die Quizfrage dazu lautet, wie viele Runden, ab wie viele Minuten muss man im Muay Thai Profi kämpfen? So wie es Hakan zum Beispiel tun muss. Nächsten Samstag. Wir haben schon ein paar Mal gesagt, es wird bestimmt noch mal in der Sendung mal vorkommen, dass wir es noch mal sagen. Ne? Wir wollen ja unsere Zuschauerinnen und Zuschauer nicht als offene Messer laufen lassen. Also schön aufpassen, gut hinhören, die Rufnummer notieren 01378 98 98 03. Und dann könnt ihr ganz nah am Ring dabei sein und mal so Live-Atmosphäre beschnuppern. Ich war ja schon diverse Mal bei Boxturnieren, auch bei K1-Turnieren. Macht sehr viel Spaß. Live ist es definitiv anders als vor dem Bildschirm. Das muss man sagen, so eine Live-Atmosphäre ist schon sehr gut. Also, für diejenigen, die gewinnen wollen, schön aufpassen. Ich merke immer Folgendes, wenn ich da im Ring sitze und mir mal die Kämpfe anhöre, weil ich immer sehr gerne den Trainer höre. Mhm. Ja, manchmal merke ich so, der hat immens eine richtige Powerstimme in Richtung seines Kämpfers, war das ein richtiger Satzbau? Deutsche Sprache, schwere Sprache? Man hört den. Die Frage ist, hört der Kämpfer eigentlich ihn? Hört ihr eure Trainer? Also bei meinen ersten Kämpfen, habe ich weder Trainer, weder die Zuschauer gehört. Ich habe nichts gehört, du. Nichts gehört? Gar nichts. Da bist du einfach, hörst gar nichts. Nicht mal die Zuschauer, obwohl die voll laut sind. Und nach, weiß nicht, 5, 6 Kämpfen und so, habe ich langsam so, habe mein Trainer alles genau gehört, was er genau gesagt hat und so. Und das, was er immer gesagt hat, habe ich gleich umgesetzt. Und dann hört man das schon nach einer. Okay. Wie ist es bei dir, Florian? Ja, ich kann das. Ich höre meinen Trainer auch eigentlich oft, eigentlich komplett. Man muss dann halt natürlich auch versuchen, umzusetzen. Weil der Coach sieht natürlich mehr als man selber im Ring. Man hat ja schon eher einen Tunnelblick. Wenn ich mir vorstelle, ich wäre Kämpfer. Guck mal, da kommen wir jetzt zum nächsten Punkt. Ja? Ich habe schon gesagt, wir haben uns während des Clips unterhalten, so Fitness, Vorbereitung, wäre nichts für mich. Ich glaube, dafür bin ich eine faule Socke. Bin ich ganz ehrlich, gebe es wenigstens zu. Aber dann stelle ich mir vor, wenn ich im Training im Ring wäre, im Ring stehen würde, mein Trainer würde mir was sagen. Ich würde mich glatt umdrehen und sagen, komm doch her und kämpf selber. Aber kann man das dann 1:1 umsetzen? Ist das dann sofort für einen machbar? Das ist schwierig. Es ist Erfahrungssache so. Kann man nicht, man versucht es zwar, aber es ist immer so ein Timing schwierig. Mhm. Ja, kommt mit der Zeit. Also umso mehr Erfahrung, umso mehr Kämpfe man gemacht hat, umso besser kann man das dann auch. Dann kommt auch so eine Routine rein und dann geht das. Fällt es dann manchmal auch selber im Kampf auf, boah, das ist mir echt nicht aufgefallen, wenn das mein Trainer mir nicht gesagt hätte? Ja. Aber woran liegt das denn, dass der Trainer möglicherweise etwas sieht, was man selber im Ring nicht sieht? Weil er guckt ja so von außen, er sieht ja alles, wie der Gegner sich bewegt, wie ich mich bewege, er sieht ja komplett, wie wir uns bewegen und so, dann sieht er von meinem Gegner, sieht er den Lücken und so, dann sagt er, diese Kombination sollen wir machen in dem Moment. Und wenn wir es umsetzen, genau in dem Moment, dann treffen wir die und dann gehen die auch meistens runter. Und der Trainer hat natürlich auch meistens mehr Erfahrung und kann besser analysieren, was der Gegner macht, als man selber. Das ist bei mir zumindest so. Also, wenn ich jetzt kämpfen würde, dann wäre ich ja ganz schlau. Ich würde gar nicht auf meinen eigenen Trainer hören, sondern auf den Gegner. Ich würde den anderen Trainer hören. Ja. Ist eigentlich theoretisch schlauer, weil dein Trainer sagt ja dir, wie er sich bewegt. Also würde ich doch auf ihn hören, damit ich mich schnell umstelle. Theoretisch. Nee, ich glaube, das war zu utopisch jetzt für alle. Das war zu viel. Nein. Wir kommen wieder mal zurück zu den Tatsachen. Kämpfe, wenn man sie absolviert hat, man muss sie auch regenerieren können. Das kann ich mir vorstellen. Vor allem, man hat blaue Flecken, vielleicht hat man auch einen Cut oder wie auch immer. Wie macht man das denn als Sportler? Zieht man sich für eine Woche zurück, schläft man eine Woche durch oder wie kommt man runter? Also nach meinem Kampf, je nachdem, wenn ich Verletzungen so mache, ich mache definitiv immer 1 bis 2 Wochen Pause, damit der Körper sich komplett regeneriert. Nicht mal Training? Nee, so eine Woche mache ich auf jeden Fall gar kein Training, damit der Körper sich wieder erholt. Und wenn ich Verletzungen habe, mache ich so 1-2 Wochen Pause. Wie ist es bei dir, Florian?
Also ich mache eigentlich immer, wenn ich Samstag gekämpft habe, gehe ich Mittwoch eigentlich meistens wieder zum Training. Aber ein bisschen lockerer dann, so 2 Wochen gehe ich schon regelmäßig hin, aber trainiere dann nicht so hart wie in der Vorbereitung, um halt sozusagen den Anschluss nicht zu verlieren. Ich kann mir aber auch vorstellen, wenn man zu sehr oder eine zu lange Pause einlegt, dass der Körper sich wieder daran gewöhnen muss, oder? Mhm. Kommt es bei euch auch mal vor? Man braucht aber auch auf jeden Fall mal eine Pause. Ja. Also man kann nicht immer die 110% geben über 2 Monate oder so. Das geht meistens nicht gut. Ich kann mir vorstellen, dass also Kämpfer, wie ihr es seid, auch aber noch hauptberuflich was machen. Oder ist das schon euer Beruf, was ihr tut? Nee, ist noch. Was macht ihr eigentlich sonst nebenbei? Ich arbeite im Krankenhaus. Ach. Als Versorgungsassistent. Ah, okay. Was machst du, Florian? Ich gehe noch zur Schule, 13. Klasse jetzt. Abi? Ja. Oh, das wird hart. Das wird hart, mein Junge. Ja. Ich sage es dir, du. Ich spreche aus Erfahrung. Ich habe es erfolgreich versemmelt. Daher kann ich so. Was sind denn deine Leistungskurse? Sport. Ne, schon. Wie im Wundern sagen die auch. 15 Punkte garantiert, oder? Nee, nicht ganz. Wie viel? 14? Nee, ich habe 12 Punkte. 12 Punkte? Hallo! Nee, ist auch ein Theorieteil und alles ist nicht so einfach. Und bei Sport ist ja dann meistens nicht so das Ding von Kampfsportlern. Hm. Die sind da meistens nicht so talentiert. Und der zweite Leistungskurs? Das ist Profil, es gibt keinen Leistungskurs mehr. Ach so, gibt's gar nicht mehr? Nee. Verdammt, ich bin zu lange aus der Schule raus. So viel steht fest. Jungs, vielen Dank. Schön, dass ihr da wart. Gerne. Ihr bleibt auf jeden Fall sitzen. Und wir haben gleich noch ein paar Moves für euch. Ja, ich werde nämlich Mariam gleich noch zu mir holen. Und dann werden wir euch mal zeigen, wie das hier richtig funktioniert. Und werde euch mal zeigen, was in mir steckt. Oder auch nicht.